Adolf Hitler. 12 Jahre herrscht er über Deutschland. Millionen folgen ihrem Führer. Bis in den Untergang. Sein Erbe: Schuld, Scham und Verstrickung. Zwischen Abscheu und Faszination. Hitlers langer Schatten reicht bis heute. Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ist ein Lebenselixier der deutschen Demokratie. In der DDR gehört der Kampf gegen den Faschismus zum politischen Selbstverständnis. Doch das Nazi-Erbe wurde nicht komplett entsorgt. Viele Menschen wissen nicht, dass der Stahlhelm der NVA der letzte Stahlhelm der Wehrmacht war, der nicht mehr ausgegeben worden ist. Über 40 Jahre ändert sich an den antifaschistischen Ritualen wenig. Doch eine echte Aufarbeitung der Kriegszeit findet in vielen DDR-Familien nicht statt. Dass mein Vater im KZ Buchenwald Kraftfahrer gewesen ist, davon hat er nichts erzählt. Das hat mir auch meine Mutter nicht erzählt. Nazi-Täter werden auch in der DDR vor Gericht gestellt. Doch manches wird auch verschleiert. Wer Nazi ist, das bestimmen wir in der Deutschen Demokratischen Republik. Das entscheiden wir allein. Wir, das MFS. Trotz aller Überwachung, war die DDR wirklich konsequent gegen Nazis oder war sie auf dem rechten Auge blind? 15. Januar 1990. Tausende DDR-Bürger erstürmen die Zentrale des Ministeriums der Staatssicherheit in der Berliner Normannenstraße. Die Demonstranten wollen die weitere Vernichtung von Stasi-Akten verhindern. Das Ausmaß des geheimdienstlichen Apparates erahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Wenige Kilometer entfernt durchleuchtet eine der größten Stasi-Abteilungen die braune Vergangenheit. Ich wusste das nicht, dass das also sozusagen eine Abteilung der Stasi speziell mit Verfolgung und Aufklärung von Nazi-Verbrechen zu tun hatte. Die sogenannte Abteilung 911 hat rund 10 Kilometer Akten zum Nationalsozialismus gesammelt. Dokumente zu Verbrechen und Tätern in der Bundesrepublik, auch in der DDR. Für viele DDR-Bürger ist es nach 1989 ein böses Erwachen gewesen, als sie erfuhren, dass die Staatssicherheit eben diese immensen Mengen NS-Akten verwahrt hatte, ohne sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Nach der Wende wird Henry Leide von der Gauck-Behörde damit beauftragt, die Akten zu erforschen. Die geheime Abteilung sammelte nicht nur brisantes Wissen, sie sollte auch NS-Täter in der DDR aufdecken und strafrechtlich verfolgen. Nazis gibt es bei uns nicht, die sind eben im Westen präsent. Das war die allgemeine Auffassung. Dass das anders war, das war uns in der 911 durch unsere Arbeit konkret bekannt. Zwischen 1950 und 1989 kommt es in der Bundesrepublik zu 1.977 rechtsstaatlichen Verurteilungen. In der kleineren DDR zu 739. Davon gingen aber nur rund 160 auf das Konto der Stasi. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Möglichkeiten, die die Staatssicherheit hatte, mit den zeitweise bis zu 50 Mitarbeitern allein in der Hauptabteilung 911, ist da eine Diskrepanz zwischen den Mitteln und Möglichkeiten, die zur Verfügung standen, und dem Ergebnis. Konnte die Stasi nicht oder wollte sie nicht die Nazi-Vergangenheit ihrer eigenen Bürger aufklären? Offiziell gilt der Kampf gegen den Faschismus 40 Jahre als Grundpfeiler des sozialistischen Staates. Parolen, die auf Paraden und bei feierlichen Anlässen über Jahrzehnte gebetsmühlenartig wiederholt werden. Berlin-Treptow. Fast jeder DDR-Bürger kennt das sowjetische Ehrenmal. Der monumentale Bau ist den im Kampf gegen Nazi-Deutschland gefallenen sowjetischen Soldaten gewidmet. Er ist steingewordenes Symbol für den Antifaschismus der DDR. Der Antifaschismus ist gewissermaßen eine zentrale ideologische Grundlage des Arbeiter- und Bauernstaates. Und diese Grundlage wird immer ostentativ vor sich hergetragen.
Eine regelmäßige Gelegenheit dazu ist der Tag der Befreiung von der Nazi-Herrschaft am 8. Mai. Schon die Viertklässler üben sich in diesen Ritualen. Eine Kollektiverfahrung, die nicht ohne Wirkung bleibt. Am 8. Mai, zum Tag der Befreiung, aber auch zu anderen Zeiten, trafen sich die vielen vor den Gräbern, hörten die vermeintlich richtigen Geschichten, die natürlich nur Mythen waren, vom Kommunismus, und sie schwiegen. Sie schwiegen, weil in diesen Reden, in diesen Ritualen die Schuld der Deutschen immer wieder angesprochen wurde und damit die Schuld derer, die sich dort versammelt haben. Das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald, in dem viele Kommunisten inhaftiert waren, wird 1958 als erste KZ-Gedenkstätte auf deutschem Boden eröffnet. Die Historie des Ortes ist so überzeugend, so überwältigend, dass sich kaum jemand zu zweifeln wagt. Und Buchenwald, das Konzentrationslager Buchenwald und dann ab 58 die Gedenkstätte Buchenwald war so ein Vorzeigeort. Die Eröffnung der mit monumentalen Bauten erweiterten Gedenkstätte wird live im DDR-Fernsehen übertragen. Das ist ein Ausdruck des staatlichen Antifaschismus. Und insofern gibt man da auch Geld aus. Man baut etwas Großes auf, was in der Tat vergleichbar im Westen nicht existiert zu diesem Zeitpunkt. Ein Denkmal für das Leiden und den Widerstand der Kommunisten in der NS-Zeit. Was nicht ins Bild passt, verschwindet. Die Teile des Lagers, in denen vor allem jüdische Häftlinge untergebracht waren, werden schon von den Russen abgerissen. Trotzdem wird Buchenwald zum einprägsamen Erlebnis von Millionen von DDR-Jugendlichen, die auf Jugendweihefahrten die Grausamkeiten des Lagerlebens kennenlernen sollen. Also für mich jedenfalls war es ein ganz schlimmes Erlebnis, ja. Was ich aber dachte, ich habe das gar nicht kritisch gesehen, sondern ich fand es ganz schlimm, weil eben die Vergangenheit so schlimm war. In der Schule erfahren DDR-Kinder, wie Annette Leo, jedoch weniger über den Holocaust, dafür umso mehr über den Kampf der kommunistischen Widerständler. Ich will euch ganz kurz etwas von Emil Bechtle erzählen. Emil Bechtle ist ein Parteigenosse der kommunistischen Partei. Und er wurde schon während der Hitlerzeit verfolgt. Ja, also ich habe mich da als Kind und Jugendliche sehr stark damit identifiziert, weil das ja auch, das hing ja auch damit zusammen, dass mit der Verfolgungsgeschichte meiner Eltern. Auch der jüdische Resistancekämpfer Gerhard Leo zählt zu den prominenten Antifaschisten in der DDR. Na, mein Vater war eben für mich auch immer ein Held, ne? Was er da alles erzählt hat, das waren alles tolle Geschichten, tolle Abenteuergeschichten, die alle gut ausgingen, wunderbar. Also wo man sich als Kind dann auch so richtig dafür begeistern konnte und es gar nicht so sehr wahrnehmen konnte, was da für eine schwere und schwierige Geschichte eigentlich dahinter steckt. Der Vater hat das Nazi-Regime überlebt. Doch sein jüdischer Schwiegervater stirbt im KZ. Solch ein Schicksal wird im öffentlichen Gedenken der jungen DDR ausgeklammert. Spätestens in den 50er Jahren waren die Hauptakteure in den Lagern kommunistische Widerstandskämpfer. Sie waren die Helden der Stunde. Und die anderen, auch Juden, aber natürlich auch Opfergruppen wie Homosexuelle, Zeugen Jehovas, verschwanden im Grunde aus dem öffentlichen Gedächtnis. Der Mantel des mutigen kommunistischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus wurde wie eine Schutzdecke über die 17 Millionen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik gelegt. Mit der Schutzdeckentaktik wird auch die Geschichte Buchenwalds bemäntelt. Dass das ehemalige KZ nach dem Krieg als sowjetisches Speziallager diente, bleibt geheim. Auch das KZ Sachsenhausen wird unmittelbar nach dem Krieg von den Sowjets übernommen. Wer es von innen kennenlernt, muss ums Überleben kämpfen. Die Baracken waren kalt, die Leute hatten das anzuziehen, alle, was sie bei der Verhaftung hatten. Es gab keinen Strohsack oder sowas auf Brettern in dem Bett gelegen. Wir haben dann nachts zu dritt in einem Bett gelegen, um uns gegenseitig zu wärmen. 1946 gerät Heinz-Joachim Schmidtchen als 17-Jähriger zwischen die neuen politischen Fronten. Als junger Mann steht er eher der SPD nahe.
Von einem Zusammenschluss mit der KPD in der sowjetischen Besatzungszone hält Schmidtchen wenig. Gemeinsam mit seinen Freunden debattiert er über die von den Sowjets befohlene Zwangsehe der beiden Parteien. Wir müssten irgendwas tun, aber was wollen wir tun? Und ein Mann, der hat uns wohl zugehört, der sagt dann, ihr könnt was tun, wenn ihr wollt. Ich bin Dolmetscher in Wilmersdorf und nebenan ist so ein SPD-Büro. Und die haben jetzt Plakate, die gegen den Zusammenschluss von KPD und SPD zur SED sind. Wollt ihr die kleben? Na, sofort. Die sowjetischen Machthaber bekommen Wind davon. Schmidtchen und seine Freunde werden festgenommen und verhört. Weil er gegen die Zwangsvereinigung ist, wird Schmidtchen zum Faschisten abgestempelt. Wir wären gegen den Zusammenschluss zweier demokratischer Parteien, der KPD und der SPD. Und dafür hätten wir eine Gruppierung gebildet, die narzisstischen Charakter hat. Bei der Gründung der DDR 1949 ist die von den Sowjets betriebene Entnazifizierung bereits abgeschlossen. Während Schmidtchen und viele Tausende in den russischen Speziallagern ohne Prozess inhaftiert bleiben, gibt sich die DDR als nazifreie Zone. Die DDR musste ja auch einen neuen Staat kreieren, ne? Und sagen, ist eine Konstruktion. Was sollte jetzt eigentlich der Unterschied sein? Und sie brauchte eine Erzählung, eine Meistererzählung, irgendwie, um dieses kleine Ländlein irgendwie als auch lebensfähig zu halten. Warum sollten die Leute sich mit diesem Staat identifizieren? Und man musste sich schon unterscheiden. Und da war der Antifaschismus einfach die Steilvorlage. Viele Menschen in der DDR haben tatsächlich gedacht, hier wird ein neues, ein besseres, ein antifaschistisches Deutschland aufgebaut und haben sozusagen diesen Antifaschismus auch verinnerlicht als moralische, als politische Aufgabe. Die Auflösung der russischen Speziallager wird zu einer Bewährungsprobe für die Führung der jungen DDR. Im sächsischen Waldheim sollen im April 1950 die über 3.400 vermeintlichen Nazis aus den Lagern abgeurteilt werden. In der Eile werden dazu unter Federführung der SED Sondergerichte einberufen. Die Urteilsvorlagen kommen von den Sowjets. Auch der 21-jährige Heinz-Joachim Schmidtchen ist unter den Angeklagten. Er gerät in die Mühlen einer unvorbereiteten und überharten Justiz, die mit Rechtsstaatlichkeit wenig zu tun hat. Die Öffentlichkeit bleibt bis auf Ausnahmen ausgeschlossen. 32 Todesurteile werden verhängt und 24 davon vollstreckt. Das ist ein Schauprozess gewesen. Das sollte natürlich auch signalisieren, was immer in der DDR signalisiert werden sollte, dass die DDR dort, wo sie solcher Täter, tatsächlicher oder vermeintlicher Täter habhaft wird, dass sie dort entschlossen durchgreift, anders als die Justiz im Westen. Die sind dann ja auch weltweit auf große Empörung gestoßen, diese Prozesse, und haben auch im DDR-Geschichtsbild keine große Rolle mehr gespielt, weil sich sozusagen die DDR als, tja, ich sage jetzt dieses Wort einmal, hoch umstritten Unrechtsstaat entpuppt hat. Der Prozess von Heinz-Joachim Schmidtchen dauert nur wenige Minuten. Eine Beweisaufnahme oder Zeugen gibt es nicht. Als Anklage dienen einige wenige Zeilen. Und da hat der Landrichter Greiz gesagt, bei dieser Beweislage wäre die Ladung von Zeugen oder die Bestellung eines Rechtsanwalts rausgeworfenes Geld. Und damit war alles gesagt. Der vermeintliche Nazi Schmidtchen wird zu 10 Jahren Haft verurteilt. Ein Fall von vielen. Und deshalb haben wir Waldheim eigentlich schon zu DDR-Zeiten als eine Sonderjustiz, Ausnahmejustiz betrachtet, mit denen, wo wir gesagt haben, das ist ein trauriges Kapitel der DDR-Geschichte. Die Bevölkerung Anfang der 50er Jahre bekommt von den Waldheimer Prozessen kaum etwas mit. Viele wollen die Vergangenheit endlich hinter sich lassen.
Die Deutschen haben im Osten wie im Westen längst den Schlussstrich gezogen. Spätestens ab Anfang der 50er Jahre haben sie gesagt, hört auf mit diesen ewigen Erzählungen über KZs. Wir wollen keine Filme mehr sehen und wir wollen keine Häftlinge mehr hören. Zeitgleich musste die DDR-Führung einen Staat aufbauen. Die Hilfe vieler kleiner, ehemaliger Nazis ist da unverzichtbar. 1951 sind rund 12% der SED-Mitglieder alte NSDAPler, ergibt eine Parteizählung. Das hat seine Gründe. Man braucht ganz schnell kompetente Leute, die auch noch loyal sind. Also muss man sich bedienen aus dem Ressourcenhaushalt, der da ist. Die Sowjets lassen Blockparteien wie die NDPD als Sammelbecken für alte NSDAP-Mitglieder gründen. Das Signal an sie: Wer sich am gesellschaftlichen und politischen Aufbau beteiligen will, bekommt eine zweite Chance. Wie Kurt Blecher, früheres NSDAP-Mitglied. Er wird Leiter des Presseamtes der DDR-Führung. Das waren die gleichen Kompromisse, die im Westen auch gemacht worden sind in der Phase der Vergangenheitspolitik. Die Reintegration der vielen Parteimitglieder, der vielen ehemaligen Nationalsozialisten. Man konnte sich auch in der DDR das Volk nicht wählen. Doch ein Teil der Bevölkerung ist damit nicht einverstanden. Vor allem viele Opfer des Faschismus, die sich im Verein der Verfolgten des Naziregimes zusammengeschlossen haben. Der VVN wird 1953 von der DDR-Führung aufgelöst. Aber viele nehmen das nicht hin. Sie werden zu Leitfiguren für den jungen Bernd Heller. Die wollten mir auf den Weg geben, dass ich aufpassen soll, dass sowas nie wieder passiert und mich überall umsehen soll, weil ich das, was diese Antifaschisten meinten, ernst genommen habe, nämlich wir müssen gucken, wo gibt es Nazis und die müssen aus unserem Staat entfernt werden. So blauäugig habe ich das Ganze gesehen. Eine Begegnung mit einem Altnazi hat Heller bereits als junger Schüler. Damals arbeitet er in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Im thüringischen Merxleben war zuvor 1952 die erste Muster-LPG der DDR entstanden. Ihr Gründer, das spätere ZK-Mitglied Ernst Grossmann. Ein Held der Arbeit, der gegenüber der Partei seine Vergangenheit verschweigt. Im Privaten ist Grossmann redseliger. Der Grossmann reiste überall herum, war so ein richtiger Scharfmacher, um LPGs zu untersuchen. Er war ja verdienter Aktivist und weiß ich noch was alles. Er hat erzählt aus seiner Vergangenheit als Wachmann im KZ. Grossmann gehörte zum SS-Totenkopfkommando im KZ Sachsenhausen. Als das bekannt wird, kann die Partei den Fall nicht mehr ignorieren. Grossmann wird aus der SED ausgeschlossen. Eine Verfolgung als NS-Verbrecher bleibt jedoch aus. Also da ist nicht das Gerichtsverfahren die Strafe, sondern der Parteiausschluss. Und das ist natürlich, wenn man sich die rechtlichen Möglichkeiten der DDR anguckt, ist das schlicht und ergreifend Strafvereitelung gewesen. Bernd Heller sucht weiter und findet in allen Bereichen der Gesellschaft ehemalige NS-Anhänger in neuen Funktionen. Zum Unmut vieler SED-Funktionäre. Da hat man zu mir gesagt, pass mal auf, jetzt gib mal Ruhe. Der Sache wirst du nicht mehr nachgehen. Und solche Fälle habe ich auch häufiger erlebt. Auch in der Führungsriege der Partei wird Heller fündig. Immer wieder recherchiert er auf privaten Wegen die NS-Vergangenheit von Funktionären. Vom Vater einer Freundin erfährt Heller Brisantes über den damaligen Verteidigungsminister Willi Stoff. Der Vater hat mir dann erzählt, dass Stoff also sehr begeisterter Hitler-Anhänger war, Stürmer abonniert hatte und zum 50. Geburtstag von Adolf Hitler einen Artikel im Stürmer geschrieben hat. Heil dir, mein Führer, ein Gedicht wohl auch. Nur ein Gerücht? Auch der Westdeutsche Spiegel bringt den ehemaligen Widerstandskämpfer und späteren zweiten Mann hinter Honecker mit einem Loblied auf eine Führerparade in der NS-Zeit in Verbindung. Mit seinen Recherchen gerät Heller ins Blickfeld der Stasi. Zum Verhängnis wird ihm diese Liste mit 71 Namen von Parteivertretern mit NSDAP-Vergangenheit. Heller wird verhaftet. Ohne dass ich irgendwas
mal gefragt wurde, wie ich denn auf sowas komme, wurde mir mal bei einer sehr heftigen Vernehmung gesagt, übrigens wollen wir Ihnen hier mal eins sagen, wer Nazi ist, das bestimmen wir in der Deutschen Demokratischen Republik. Das entscheiden wir allein. Wir, das MFS. Heller wird nach den Verhören im berüchtigten Stasi-Gefängnis in Berlin-Pankow zu 1,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der Haft wird er in die Bundesrepublik abgeschoben. Die DDR hat ganz andere Probleme. Ende der 50er Jahre laufen dem Staat die Menschen davon. Das Land droht auszubluten. Mit dem Bau der Mauer 1961 schließt die DDR-Führung die Grenze zum Westen. Zur Begründung wird die Staatsdoktrin bemüht. Es handele sich um einen antifaschistischen Schutzwall. Faschismus und Antifaschismus werden ein Kampfbegriff gegen jedweden, der irgendwie anders denkt. Und gegen diese Leute, damit die ja nicht in die DDR kommen oder in den Osten, muss man natürlich einen antifaschistischen Schutzwall bauen. Keine Mauer, keine Grenze, sondern einen antifaschistischen Schutzwall. Es ging darum, ein System zu etablieren, ein System zu stabilisieren. Und dazu greife ich in die Grabbelkiste der Geschichte und greife mir halt irgendein Argument, ob es halt stimmt oder nicht, völlig wurscht. Ja? Es klingt halt gut für ein bestimmtes Milieu. Ja, es klang ja auch gut für ein bestimmtes Milieu. Deswegen hat es sich ja auch so wunderbar durchgezogen. Die Mauer durchzieht von nun an nicht nur Berlin. Sie trennt auch die Familie des 18-jährigen Rainer Eppelmann. Der Vater geht nach West-Berlin. Der Rest der Familie bleibt im Osten. Dass Faschismus und Antifaschismus auch für die Familie eine Rolle spielt, ahnt Eppelmann da noch nicht. Über seine Mitgliedschaft in der SS hat er mir nichts gesagt. Ich kann mich aus dem Fotoalbum meiner Mutter erinnern, da war mein Vater in Uniform. Aber als 10-Jähriger hatte ich keine Ahnung, wie unterschiedlich Uniformen aussehen müssen. Wie viele andere auch, wächst Eppelmann mit einer Mauer des Schweigens auf. Erst viel später erfährt er von der Mutter, dass der Vater bei der SS Kraftfahrer in Buchenwald war. Von Reue und Schuld keine Rede. Bei der SA oder bei der SS haben sie Dinge getan, die sie in ihrem normalen privaten Leben, im Umgang mit Freunden, Nachbarn, Familienangehörigen niemals machen würden. Und meine Hoffnung ist jedenfalls, dass sie ab und an sich gefragt haben, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Viele Jahre später trifft der DDR-Oppositionelle den Vater wieder. Die Zeit zu reden ist vorbei. Der Vater will nichts mehr beitragen, um aus der Geschichte zu lernen. Diese Chance haben sie bedauerlicherweise viele, mein Vater gehörte dazu, nicht genutzt. Sie haben, obwohl sie selber Schlimmes erlebt haben, nicht den Versuch unternommen, ihren Kindern deutlich zu machen, das und das dürft ihr nicht machen oder da und davor müsst ihr euch bewahren, damit es euch nicht mal genauso schrecklich geht, wie es uns erging. Also für die Familien der DDR, meine ich, war der Antifaschismus, der verordnete Antifaschismus eigentlich ein Geschenk. Weil damit konnte man sagen, ja, wir haben ja mit den bösen Sachen nichts zu tun. Wir sind in einem Land, das ist das Erbe sozusagen des antifaschistischen Widerstandes. Und man musste sich bestimmten schmerzhaften Fragen einfach überhaupt nicht stellen. Auch die Jugendorganisationen in der DDR geben keine Antworten zu Fragen persönlicher Schuld. Annette Leo wächst mit FDJ und Pionierorganisation auf. Die äußerlichen Ähnlichkeiten zur Nazi-Zeit werden ihr erst sehr viel später klar. Ich wollte immer gerne auch neben der Pionierbluse und dem Pionierhalstuch, wollte ich immer gerne, das gab es in den 50er Jahren, Pionierrock haben. Und das fand ich irgendwie toll, diesen Rock. Und meine Mutter hat sich da also immer geweigert, mir so einen Rock zu kaufen. Und hat also entweder nein und jetzt nicht und später. Und ich kriegte nie diesen Rock. Und als ich dann später mal so einen Film mit einem Aufmarsch von solchen BDM-Mädchen gesehen habe, da habe ich gesehen, dass die Röcke genauso aussahen wie diese Pionierröcke. Und da habe ich gedacht, ah klar, die hat da natürlich ganz finstere Erinnerungen gehabt. Und die wollte auf keinen Fall, dass ich mit so einem Rock rumlaufe. Bei den Uniformen der Nationalen Volksarmee knüpft die DDR sogar bewusst an alte Traditionen an.
Die Rangabzeichen entsprechen deutscher Überlieferung. So unterstreichen Farbton, Schnitt und Trageweise der Uniformen den nationalen Charakter unserer Volksarmee. Viele Menschen wissen nicht, dass der Stahlhelm der NVA der letzte Stahlhelm der Wehrmacht war, der nicht mehr ausgegeben worden ist. Also das heißt, die NVA-Soldaten sind in wunderbaren Wehrmachtsuniformen die Gegend gelaufen. Auch der Helm war eben letztlich ein Wehrmachtshelm. Der Feind ist eben nicht die Vergangenheit, sondern er kommt aus dem Westen. Das tausendjährige Reich war tot, das gab es nicht mehr. Aber die eigentliche Gefahr, so die Propagandisten und die Staatslenker, lauerte im Westen. Im Westen waren ja die Faschisten noch, wie es hieß. Und sie warteten nur darauf, die schöne neue Ordnung in Ostdeutschland zu Fall zu bringen. Im westdeutschen Frankfurt steht 1963 eine ganze Gruppe von NS-Tätern vor Gericht. Die Auschwitz-Prozesse eröffnen ein neues Kapitel in der Verbrechensbewältigung. Eine Herausforderung auch für die DDR. Die DDR hat eine ambivalente Rolle gespielt. Sie hat punktuell sicher wichtige Hilfe geleistet, um bestimmte Komplexe aufzuarbeiten, um bestimmte historische Fakten zu rekonstruieren, weil viele der Archive ja in der DDR lagen. Aber sie hat natürlich auch denjenigen, die eine Aufarbeitung verhindern wollten, Argumente an die Hand gegeben, indem man sagte, das kommt ja eh nur alles von Osten. Mit sogenannten Braunbüchern stößt die DDR in eine offene Wunde der Bundesrepublik. Die NS-Vergangenheit vieler Bundesbürger wird öffentlich. Dieses Buch enthält die Namen von über 1800 schwer belasteten führenden Nazi-Funktionären und Kriegsverbrechern. Das ist schon zutreffend. Also ich denke, sogar in manchen Fällen ist die Belastung sogar noch untertrieben, die da drin aufgeführt wird. Das Problem ist ja aber auch, Sie nennen ja nur Funktionen, aber keine individuellen Tatvorwürfe beispielsweise. Die NS-Vergangenheit wird zum Spielball der Propaganda. 1967 führt eine erweiterte Ausgabe des Braunbuchs zum Eklat. Auf der Buchmesse in Frankfurt am Main konfisziert die Staatsanwaltschaft die Braunbücher an den DDR-Ständen. Die DDR-Verlage packen aus Protest die Koffer. Also der DDR-Führung geht es mit den Braunbüchern ja letztlich um eine Destabilisierung der Bundesrepublik. Sie wollen sagen, die Systemträger der Bundesrepublik angreifen, sie wollen sie unmöglich machen, sie wollen sie diffamieren, auch um zu zeigen, naja, da sitzen die ganzen Nazi-Verbrecher, wir sind der gute Staat und dort können also die ganzen Nazi-Verbrecher eben Karriere machen, in dem Versuch eigentlich dieses System zu diskreditieren. Zu diesem Zweck gründet das Ministerium für Staatssicherheit 1967 eine geheime Abteilung zur Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechen. Die Hauptabteilung 9F. Eine der Hauptaufgaben der Abteilung war, Materialien zur Verfügung zu stellen für die Auseinandersetzung mit den Nazis, die im Westen in Amt und Würden wiedergekommen waren. Das war die Hauptaufgabe. Und falls DDR-Bürger bekannt werden, die an Verbrechen beteiligt waren, sollte deren Strafverfolgung schon erfolgen. Propaganda auf der einen, juristische Aufarbeitung auf der anderen Seite. Das geht nicht immer zusammen. Denn die Stasi nutzt ihr Wissen auch, um Altnazis als Informanten anzuwerben, wie der Historiker Henry Leide herausfindet. Der Befehl dazu stammt bereits aus den 50er Jahren und kommt von Stasi-Chef Erich Mielke persönlich. Wissen ist natürlich Macht. Und wenn ich Wissen habe über den ehemaligen Feind und die Bundesrepublik war ja noch der derzeitige Feind, habe ich natürlich auch Macht über und kann die Personen beispielsweise erpressen mit dem Wissen über die Vergangenheit. Dass man mit Altnazis, je nach geheimdienstlichem Bedarf, umging, streiten die Verantwortlichen heute nicht ab. Wir sprachen nicht von Druckmittel oder von Erpressung, sondern von kompromittierendem Material. Das Ziel war, die Leute erstens wissen zu lassen, dass wir ihre faschistische Vergangenheit kennen. Sie wissen zu lassen, dass sie an der langen Leine geführt werden. Der Umgang mit Personen, Vorgängen und den Akten aus der Zeit vor 1945 ist rein instrumentell gewesen. Und
wurde von der Staatssicherheit immer im Hinblick auf die Interessen, innen- und außenpolitischen Interessen der SED-Partei und Staatsführung benutzt. So bleibt die Stasi bei manchen Fällen mit eindeutiger Aktenlage erstaunlich zurückhaltend. Zumindest zunächst. Es gab in der Hierarchie immer wieder Generäle, Parteimitglieder in gehobenen Funktionen, die nicht behelligt wurden und andere, die vor Gericht gestellt wurden. 1965 verhaftet die Stasi einen ehemaligen Arzt des Konzentrationslagers Auschwitz, der unter seinem richtigen Namen in der DDR lebt. Die Öffentlichkeit erfährt erst 2 Monate später davon. 1966 wird Fischer schließlich vor ein DDR-Gericht gestellt. Der westdeutsche Jurist Gerhard Wiese, der sich mit dem SS-Arzt schon vorher beschäftigte, ist als Prozessbeobachter in Ost-Berlin dabei. Ein Schauprozess. Anders als bei den Waldheimer-Prozessen Anfang der 50er Jahre werden die Verbrechen nun detailliert ermittelt. Der Lagerarzt Horst Fischer hat im KZ ankommende Häftlinge aussortiert. Entweder in die Gaskammern geschickt oder als Arbeiter für die IG Farbenwerke herangezogen. Nach dem Krieg konnte Horst Fischer in der DDR unbehelligt weiter praktizieren. Er hat es tatsächlich getan und er muss dann auch daraufhin verurteilt werden. Ich wundere mich auch nur, dass er bei diesen Straftaten sich so lange versteckt und verborgen halten konnte, nicht? Wir sind alle erschüttert von dem, was wir da vom Fernsehen und vom Rundfunk gehört haben. Er traute kein Mensch so viel Schlechtigkeit zu, weil er hier einmalig als Landarzt war. Wenn man bedenkt, dass er Frau und Kinder gehabt hat, wie er auch im Lager war, denn er muss ja auch irgendwie Gewissensbisse gemacht haben, wie er zu Hause gekommen ist, wenn er seine Kinder und seine Frau gesehen hat. Wie traten Sie Ihren Kindern gegenüber, wenn Sie abends nach Hause kamen, nachdem Sie an der Rampe hunderte Menschen ins Gas geschickt hatten? Ich habe, wenn ich nach Hause gekommen bin, zunächst sofort den Uniformrock ausgezogen und habe mich dann mit meinen Kindern beschäftigt und war sehr froh, dass ich meine Kinder bei mir hatte. Fischer war von Anfang an geständig und hoffte, vielleicht dadurch dem Todesurteil zu entgehen. Fischer, und das war auch das Anliegen dieses Verfahrens, hat sehr viel über das Buna-Werk, er war ja Lana-Werk, und die EG Farben erzählt. Eigentlich ging es darum, die IG Farben als die Hauptschuldigen für die Verbrechen in Auschwitz vorzuführen. Und der Fall Fischer wurde als Transmissionsriemen für diese Propagandabotschaft genutzt. Im Namen des Volkes, der Angeklagte wird zum Tode verurteilt. Horst Fischer wird noch im selben Jahr in Leipzig hingerichtet. Der Prozess bleibt lange Zeit eine der wenigen öffentlichen Gerichtsverhandlungen gegen einen großen NS-Verbrecher. Dennoch, die Verurteilung ist für viele der Opfer eine Genugtuung. Auch bei ihnen lässt der Machtantritt Erich Honeckers Anfang der 70er Jahre neue Hoffnungen aufkommen. Die Rituale und Paraden sind zwar immer noch dieselben, doch jetzt geht vieles ein bisschen lockerer zu. Die DDR präsentiert sich mit den Weltjugendfestspielen 1973 als weltoffener Staat. Zwischen Ost und West kommt es zur Annäherung. Jetzt scheint auch ein neuer Blick auf die Vergangenheit möglich. Ganz viele Ostdeutsche haben gehofft, dass wenn dieser vergleichsweise junge Mann an die Macht kommt, sich auch in Bezug auf die Erinnerungspolitik etwas ändert. Das passierte zunächst nicht. Also er enttäuschte die Hoffnungen. Ruinen schaffen ohne Waffen. Dieser sarkastische Spruch bringt den Verfall vieler Städte der DDR auf den Punkt. Es fehlt an Geld, die Schäden aus der Kriegszeit instand zu setzen. Das spüren auch die wenigen jüdischen Gemeinden, wie hier in Berlin. Die neue Synagoge ist als Mahnmal gegen Krieg und Faschismus seit dem Zweiten Weltkrieg dem Verfall preisgegeben. Es ist eine so kleine Gemeinde gewesen, dass sie nicht mal sicher sein konnten, dass sie überhaupt einen Gottesdienst feiern konnten, weil da eben eine bestimmte Anzahl von erwachsenen Männern da sein musste. Die haben sie nicht immer gehabt.
Zwar hat es in der DDR Opferrenten gegeben, aber keine Entschädigungen für Enteignungen im Dritten Reich, wie in der Bundesrepublik. Die Staatsräson tut sich schwer mit den Juden. Die DDR war natürlich ein antizionistischer Staat. Israel galt als Feind, die PLO galt als Freund. Kein anderer ostmitteleuropäischer Staat hat so stark die PLO unterstützt wie die DDR. Und das war natürlich auch Doktrin der Sowjetunion, die Befreiungsbewegungen aller Welt zu unterstützen. Insofern kann man schon sagen, dass die DDR ein antizionistischer Staat ist. Und das Problem ist halt immer, dass ein Antizionismus immer auch sehr leicht, ob man es will oder nicht, zu einem latenten Antisemitismus führen kann. Auch der Vater von Annette Leo bekommt das zu spüren. Der jüdische Widerstandskämpfer ist in seinem zweiten Leben ein anerkannter DDR-Journalist. Er war Moderator in dieser Sendung Objektiv, so eine außenpolitische Sendung. Und 1967 gab es unmittelbar nach dem Sechstagekrieg wohl eine Sendung, die sich hauptsächlich damit beschäftigte und wo er abgelehnt hat zu moderieren, weil die Diktion, die da in einem Beitrag drin war, die hätte er als antisemitisch bezeichnet. Und daraufhin musste da ganz schnell ein anderer Moderator gefunden werden und er flog dann raus aus dieser Sendung. Also das war seine letzte Tat. Gerhard Leo geht später als DDR-Korrespondent nach Paris und schreibt ein Buch über seine bewegte Vergangenheit als Widerstandskämpfer. Dem Staat hält er trotzdem die Treue. Seine jüdischen Wurzeln stellt er hinten an. Das konnte er alles beiseite schieben und hat sich sozusagen als Widerstandskämpfer vordringlich definiert. Und das versteht man ja auch nicht. Also das ist ja ein viel besseres Selbstgefühl als Opfer und jemand, der fliehen muss und der bedroht wird, sich darzustellen. Erst in den letzten Jahren der DDR beginnt die Führung, ihr Verhältnis zu den Juden und Israel zu ändern. Dabei geht es weniger um Wiedergutmachung, mehr um politische Anerkennung im westlichen Ausland. Honecker wollte aber nicht nur nach Bonn, der wollte nach Washington, der wollte nach London. Und da war ihm klar, da hat er gar keine Chance, wenn er das Verhältnis zu Israel und zu den Juden nicht legalisiert oder normalisiert. Anlässlich des 50. Jahrestages der Pogromnacht begrüßt Honecker eine israelische Delegation. Doch statt Worten der Annäherung bekommen die Gäste nur das Eigenlob des SED-Chefs zu hören. In diesen Tagen bewegt mich sehr stark, dass unser Kampf, unser Widerstand gegen Hitlerfaschismus doch nicht vergebens war. Dank der Anti-Hitler-Koalition und dank der Tatsache, dass wir im Untergrund gewirkt haben und auch den Faschismus nach seiner Überwindung eine Grundlage hier für ein neues Leben geschaffen haben, in dem es sich für jeden Menschen zu leben lohnt. Die neue Synagoge in Berlin. Ihre Restaurierung wird zwar in der DDR begonnen, aber erst nach dem Ende der DDR, Anfang der 90er Jahre, abgeschlossen. Mit den abgedroschenen Phrasen der ehemaligen Widerstandskämpfer kann die Bevölkerung Anfang der 80er Jahre immer weniger anfangen. Umfragen unter Jugendlichen zeigen, das Geschichtsbild ist längst unglaubwürdig geworden. Auch die Familie von Annette Leo sieht das System zunehmend kritisch. Also diese öffentlichen Rituale, so habe ich das jedenfalls erfunden, die kamen auch bei der nunmehr jüngeren Generation überhaupt nicht mehr an. Wir haben jetzt also eine Generation vor uns, die nicht mehr schuldig geworden ist im Nationalsozialismus, die nicht mehr geködert wurde durch schöne Positionen nach 1945, die sogenannte Aufbaugeneration, die ihre Vorteile davon hatte, aber die Sache auch glaubte. Wir haben jetzt eine Generation, die geboren wurde in eine Gesellschaft hinein, die unglaubwürdig war. Ein neues Phänomen taucht auf. Neonazismus. Ingo Hasselbach, hier in blauer Jeansjacke, wird zu einem der führenden Neonazis in Ostberlin. Für ihn ging es anfangs nur um Protest. Meine Eltern in meinem Fall waren ja auch das politische System. Die waren Mitglieder der SED, die waren das Sprachrohr, in dem sie für diese Nachrichtenagentur gearbeitet haben.
Und die haben natürlich auch versucht, mich im Sinne des Systems zu erziehen, weil die Auflagen haben die ja auch in Betrieb gekriegt. Ne? Das hat man ja schon verstanden als 13-, 14-Jähriger. Also der Protest, ich glaube, anfangs ging das Elternhaus ganz schwer, aber ganz schnell kippte das natürlich auch gegen das System als solches. Der Staat kann mit der neuen Herausforderung nicht umgehen. Die Stasi beginnt die Szene zwar zu überwachen, auch Ingo Hasselbach gerät bereits mit 13 Jahren wegen Gesellschaftsgefährdung ins Visier. Den Jugendlichen geht es zunächst nur um Provokation. Sie wollen Tabus brechen. Was zum Beispiel auffällig war, also da haben wir auch viel gemacht, waren Hakenkreuzschmierereien plötzlich. Also einfach das Hakenkreuz an bestimmten Stellen. Wir sind nachts, haben wir uns getroffen, Lichtenberg habe ich damals gewohnt, Hochburg der Stasi, am Schornstein hochgeklettert. Da stand so ein Schornstein, der war relativ hoch und haben oben Hakenkreuz dran gesprüht. Einfach um so Symbole zu setzen. Wenn ich ein Hakenkreuz in die Welt stelle, dann kriege ich sofort höchstmögliche Aufmerksamkeit. Wenn ich einen jüdischen Friedhof schände, bekomme ich Öffentlichkeit. Das heißt, sie benutzten Hakenkreuze als Instrumente, als Möglichkeiten, öffentlich zu werden. Randale werden zu einer Form der Auseinandersetzung mit der DDR. Mehrfach gerät der Jugendliche Ingo Hasselbach mit der Staatsmacht aneinander. Er wird verhaftet und kommt schließlich in die Haftanstalt Brandenburg. Hier radikalisieren sich Ingo Hasselbach und andere Jugendliche. Auch weil der Staat einen Fehler begeht. Da wurde eine Station freigemacht offensichtlich. Und da endeten alle so eine Fälle, wie ich es war, die man halt nicht hundertprozentig zuordnen konnte oder wo man halt wusste, die sind rechts. Aber alle endeten auf dieser einen Station. Auf der Spezialstation trifft Ingo Hasselbach auf einen Altnazi, der ihn und andere entscheidend prägen wird. Der ehemalige Obersturmführer der Waffen-SS Heinz Barth. Viele Jahre hatte Barth in der DDR unter falschem Namen gelebt. Er war für den Tod von 642 Menschen im französischen Oradour mitverantwortlich und wird 1983 von DDR-Gerichten zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Da war überhaupt keinerlei Reue, da war überhaupt keinerlei Mitgefühl. Er war irrsinnig kalt als Mensch, so erinnere ich mich an ihn. Aber auch unheimlich daran interessiert, uns sein Bild zu vermitteln und sein Wissen aus der Zeit weiterzugeben. Also der wurde dann auch sehr glorifiziert von uns natürlich. Während Hasselbach im Gefängnis sitzt, kommt es zu einem Wendepunkt im Umgang mit den Neonazis in der DDR. Bei einem Konzert in der Berliner Zionskirche 1987 prügeln Skinheads auf Besucher ein. Auch damalige Bekannte von Ingo Hasselbach sind unter den Angreifern. Ich weiß, dass es ein Punk-Konzert gab und Punk war ja zu der Zeit dann doch schon der Feind der Skinheads. Die sich gedacht haben, nach einer Party, auf der sie alle unterwegs waren und getrunken hatten, dass sie da hingehen und dieses Konzert aufmischen. Also ja, das war, glaube ich, so in groben Zügen die Idee dahinter. Erst nach der Wende zeigen Einblicke in die Stasi-Archive, dass die Szene größer war als zunächst angenommen. Aber erst mit dem Überfall auf die Zionskirche und den darauf folgenden Untersuchungen kommt eine Welle von Skinhead-Prozessen in Gang. Die Täter erhalten zum Teil drakonische Haftstrafen. Auch weil die Behörden nichts mehr bei den Jugendlichen erreichen können, reagieren sie mit harter Hand. Nach der Wende steigt Ingo Hasselbach zum ideologischen Kopf der Berliner Neonazi-Szene auf. Nach den ausländerfeindlichen Anschlägen von Mölln 1992 steigt er aus. Andere machen weiter. In der DDR hat man sich mit dem Holocaust ja gar nicht auseinandergesetzt und auch nicht mit der eigenen Rolle dabei. Musste man auch nicht, den gab es ja nicht mehr. Der war ja im Westen mittlerweile. Und so konnte man auf neofaschistische Tendenzen gar nicht reagieren. Man wusste gar nicht, wie man mit ihnen umgehen soll. Nicht nur mit den Neonazis. Auch mit der immer unzufriedener werdenden Bevölkerung weiß die Staatsmacht nicht mehr umzugehen. Demokratie und Gewaltlosigkeit. 1989 macht das Volk sich seinen eigenen Reim auf die antifaschistischen Forderungen von einst. Ich würde es nicht pauschal sagen, dass der Antifaschismus gescheitert ist, sondern ich würde nach wie vor sagen, dass für Teile der ostdeutschen Gesellschaft es tatsächlich so etwas wie einen verinnerlichten Antifaschismus gegeben hat. Ich denke, wir dürfen nicht so tun, als wäre das, was wir jetzt in Dresden beispielsweise sehen mit der Pegida-Bewegung, als würde das gelten für alle 16 Millionen Ostdeutsche. Die Zeit der starren Rituale ist vorbei. Demokratie braucht die offene Auseinandersetzung.
auch mit dem braunen Ungeist aus der Geschichte.